Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Bermann. Heute ist der 24.09. und Tag 9 unserer 100-Tage-Challenge. Und ja, wir sind immer noch am Üben, Üben, Üben und Üben. Also, ja, wir haben auf jeden Fall letztens festgestellt, dass unser Bild nicht so gut gegen Zerg ist. Irgendwie habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, ich muss einfach den Zerg, also das Bild, der Bild ist schon, denke ich, okay gegen Zerg. Man muss halt den Zerg nur ein bisschen nerven und ärgern, damit er ja auch andere Einheiten, also außer Drohnen, andere Einheiten baut. Damit er sein ganzes Geld dafür ausgibt, anstatt für Makro, Makro, Makro. Deswegen, ja, versuchen wir heute mal ein bisschen so neben unserem großen Makro zu resten, falls wir gegen Zerg spielen. Ansonsten bleiben wir erstmal dabei und spielen sehr defensiv. Und üben unser Makro. Unsere Mechanics, damit alles mit einmal, damit alles klappt irgendwann. Ich muss sagen, ich mag diese Map hier auch eigentlich gar nicht. Es ist so eine ziemlich offene Map. So, wir spielen gegen Terraner. Shit. Ah, die Map ist doof. Eindeutig. Aber es passt schon. Wir müssen halt ein bisschen die Sonden um den Pylonen drumherum. Aber ist okay. Geld kommt. Danach kommt Sias. Hier mal richtig Gas. Ich habe gar nicht auf meine Map geachtet. Ich hätte jetzt einen Worker an mir vorbeisneaken können. Aber es sieht schon nach einem ganz normalen Bild aus. Und gucken wir mal, wo Gas nimmt. Danach verschwinden wir einfach. Zweite Gate. Ja, bis jetzt sieht es echt Standard aus. Ein Gas. So, ohne Boost nochmal unser Worker. Die ist ein bisschen spät gewesen, aber egal. Nicht so weiter wild. So, nehmen wir unseren Pylon. Den würde ich eigentlich unten bauen. Könnte sein, dass er etwas spät kommt. Nee, Stalker. Ja, er kommt ein bisschen spät, aber es ist nicht so weiter wild. Pylon. Eigentlich den hätten wir unten bauen sollen. Nicht den davor. So, zwei Stalker schicken wir auf jeden Fall vor. Nachdem wir den Reaper gekillt haben. Der jetzt abhaut. Denken wir, es kommt von All-In oder was? Schlaft auf ewig. Gucken wir, ob er schon einen Bunker hat. Jetzt nehmen wir eine Echse. Keine Echse, kein Bunker. Noch ein Bunker. Was ist euer Beginn? Ich bin die Stimme der Finsternis. Oh, ein BBF haben wir gekriegt. Und haben wir unsere Echse vergessen. Unser Robo. Und Worker. Krone boosten. Hat auf jeden Fall eine Menge Marines, will er bauen. Also es wird wahrscheinlich ein All-In, wie das ausschaut. Also da möchte er wohl nicht länger spielen, ja. Ja,
nützliche Pylonen baue. Nun gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin... So, ich müsste eigentlich... hätte eigentlich schon längst ein... Wortel in meiner Schleife haben müssen. Aber guckt ihr eh mit Marines, also ist nicht ganz so weiter wild. Scheint wahrscheinlich noch nicht so unterwegs zu sein. Nee, baut aber nur Marines, ist schon mal gut. Chrono boosten auf jeden Fall noch mal ein bisschen das Echo. Wir warten jetzt darauf, dass wir Kolosse bauen können, dann nehmen wir noch eine Echse. Und wie die Wichs hat aber noch nicht. Ja, okay, wir wollen noch eine dritte nehmen. Die wollen wir nach unserem Koloss jetzt auch nehmen. So, und dann das Upgrade für die Kolosse. Ein Marine steht da. Nur Marines. Was ist euer Begehr? Kennt überhaupt nicht. Hat er schon Upgrades? 1-0 hat er schon. Das kommt da auch. Frage, ob jetzt von hier kommt oder von oben kommt. Kommt, da kommt alles klar. Okay. Das hat das Spiel gekostet schon. Können wir jetzt eigentlich auch losmachen? Forschung abgeschlossen. So, und im Main ist noch genug drin. Das hat definitiv das Spiel gekostet, dass er versucht hat, mir einen Koloss zu kriegen. Das knüppeln wir einfach kaputt. GG! Die Fliege ist ja immer noch drin. Ich habe gedacht, ich habe hier eine Fliege drin, schon seit gestern Abend. Ich habe gedacht, die ist langsam mal draußen. So, wir sind auf jeden Fall wieder auf Dia 2 Niveau endlich angekommen. Mal gucken, ob wir heute noch die 4000er knacken. Deswegen sagen wir, drücken wir gleich mal an und machen weiter. So, ich habe euch gar nicht gezeigt, dass ich gestern gespielt habe. Ja, 21 Stunden mehr. Also, wir sind auf jeden Fall gut dabei mit unserem 100-Tages-Quest. Wir haben auch die letzten Spiele gewonnen. Okay, können wir jetzt wieder verlieren? 5 gewonnen ist schon mal gut, aber davor hat man ja irgendwie 5 verloren. 5 verloren, 5 gewonnen, ist wieder ausgeglichen, wa? Ja. Oh, wollte man nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Dass wir unser Niveau halten können. Aber ich muss auch sagen, der Terraner war nicht so gut. Also, was waren der sonst so? Hier 2.
100 MMR weniger als wir. Und wir spielen gegen einen Protoss-Spieler. Sehr schön. Schön mit Adepten. Wenn wir dann schön auf den Sack gehen. Hoffentlich kommt kein Cannon Rush. Das ist der größte Mist. Deswegen müssen wir aber auch scouten gehen. Das ist so eine typische Cannon Rush Map, muss ich sagen. Also da hatte ich schon oft einen Cannon Rush. Also bis jetzt sieht es eigentlich alles gleich aus. Und bis jetzt nur eine Sonne, die war auch genau zum gleichen Punkt da, wo ich da war. Okay, doch Cannon Rush. Na, da unten ist es nämlich schon. Eure Sonden werden angegriffen. Weg hier. So, das war's doch jetzt schon. Wir müssen halt ein neues Gate bauen. Was halt ein bisschen schade ist. Ja, ein Glück, ey. Der Nachteil ist, wir kommen halt nicht runter zu den Cannons. Da hat er gleich mein Sterblicher draufgehen. Dann nehmen wir auch gleich das 1er Upgrade mit. Wir machen einfach. Nehmen wir machen einfach das Beste aus der Situation. Nehmen das 1er Upgrade mit. Der wird sterben, wenn ich hier runtergehe, oder? Na, ich lasse ihn lieber oben. Klon dürfen nicht vergessen. Haben wir vergessen. Schlecht. Ganz schlecht. Na dann, Geiler! Wie ihr verlangt! Arunaladan! So, wir wollen auf jeden Fall jetzt noch hin. Lass uns auf jeden Fall nicht beeindrucken. Wir gehen mal runter gucken. Aber ich denke nicht, dass wir weit kommen. Das Einzige, was ich jetzt noch baue, ist das hier. Aber wir haben ein 1er Upgrade, also könnte ein bisschen Schaden werden.
Müssen wir erstmal wieder in unser Bild reinkommen. Gehen wir da zurück. Hier gehen wir zurück, habe ich gesagt. Brauchen wir mal was gegen TTs, so schnell wie möglich. Gehen wir jetzt in der unteren Base. Der geht auf jeden Fall runter, guckt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und der bleibt bei uns. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt können wir eigentlich schon eine dritte nehmen. Das sind unsere Upgrades. Okay, was er da hat. Nimmt auf jeden Fall Upgrades. Wir warten, nehmen jetzt auf jeden Fall eine dritte. Noch vor den Kolossis. Hat zwar nicht viel, aber schon Upgrades? Nö. Wir haben schon gleich zwei Upgrades. Dich. Ne, wir nehmen doch den ersten Kolossi. Ah, viele Unsterbliche, ne? Deswegen brauchen wir gleich Dings. Wie ist es? Bersen. Scheint wohl gleich loszumachen. Das sieht aus wie ein Two-Ways All-In. Ne, doch nicht. Er äxt. Doch, er läuft los. Wir brauchen Truppen. Pech haben, verlieren wir jetzt eigentlich alles. Vielleicht auch nicht. So, wir haben auf jeden Fall die dritte schon und der hat keine Army mehr.
das auf jeden Fall. Und gehen jetzt auf Sloten, ja, wisst schon. Zellets na, wie sie denn? Archons, verdammte Scheiße. Immer meine Schwierigkeit mit Findungen, wie das ganze Zeug heißt. Ich muss gucken, ob er schon eine Echse hat. Er hat noch keine Echse. Doch, hat er. Aber noch nicht saturiert groß. So, und wir brauchen noch einen Haufen Gates. Storm brauchen wir erstmal nicht. Aber eine vierte. Immos dazu. Upgrade durchgeführt. So, jetzt checken wir hoch auf 200 und dann greifen wir an. Nimm Storm trotzdem mit. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt hat er es erst gesehen. Warum ist das eigentlich nicht da, wo es hingehört? Sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir stellen uns der Dunkelheit. So, wir müssen mal gucken, ob wir hier oben eine Armee hat. Unsere Gedanken sind eins. Ach, die Bases sind mit nicht mehr innen drinne. Mensch. Mineralienfeld erschöpft. Euer Denken. Keine dritte? Gleich dem. Fort meine ich. So, wir haben Storm. Dann holen wir uns halt seine. Unsere Gedanken sind eins. So viel Mineralien, ey. Oh, Gates, ja. So, jetzt kann ich auch noch überall exen, weil dann könnte er eigentlich rausgehen. Hat eigentlich alles verloren. Aufgabe.
repariert. Hat er da hinten eine fiese versteckte Base, ey. Kommt seine Arme jetzt hin? Tja, das ist GG. Ich weiß nicht, warum er nicht rausgeht. GG. War noch ein easy Spiel. Cannon Rush verteidigt und dann platt gemacht. Oh, 50 Solo-Siege. Sehr schön. Ja, der war halt auch nicht so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Oh, sind die 1-Spieler gewesen. Aber Meisterspieler, okay. Erstaunlich. Spielen wir noch eins? Spielen wir noch eins. Da wird es halt wieder ein extrem langes Video, aber wir spielen noch eins. Nur weil ihr seid. Ihr müsst es euch auch bis zum Schluss angucken, ne? Wehe nicht. Terrana. So, Good Luck, High Fan. Das ist eine kleine Map. Und hier wurde ich oft gecheased von irgendwelchen Terranern. Aber dadurch, dass wir Two Gates Opening machen, sind wir eigentlich relativ safe gegen den Schieß. Irgendwelchen Käsekack. Aber wir müssen trotzdem scouten. Das wird definitiv das letzte Spiel, weil ich muss auf Toilette. Gerade festgestellt. Also ich merke auf jeden Fall, ich bin langsam wieder gesünder. Aber ich kann trotzdem heute, also theoretisch für euch jetzt letzte Woche Montag, für mich heute Montag, Livestream machen. Also für euch heute kommt definitiv ein Livestream. Es sei denn, er wird abgesagt. Nicht so viel quatschen. Ohne Husten. Scheint noch kein Cheese zu sein. Scheint ganz normal zu sein. Ja, sieht ganz normal aus. Na. Ja, ich wollte mal gucken. Ein seltsamer Scout. Ihr habt mich. Eure Sonden werden angegriffen. Okay, Axt. Also ein Reaper zu Hause. Okay. Auch gut. Kann er gerne machen. Das spielen wir eh nicht. Ich jetzt. Verliert lieber sein. So weit sind wir eh noch nicht, also. Und jetzt kommt bei uns erst die Echse. Nee. Jetzt kommt erstmal die Robo.
Er hat auf jeden Fall oben im Bunker gebaut. Unten nicht. Doch, hat er auch. Vergessen. Und Pylonbau nicht vergessen. Na shit. Du bleibst hier. Und das ist nicht schon wieder nicht da, wo es sein sollte. Ich bin hier in den Schatten. So, wir bauen einen Koloss. Erstmal bauen wir Pylonen. Nein, das kostet mich so viel Zeit. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Da kommt irgendein Reaper. Ihr müsst. Wie ihr befehlt, vorerst. Ganz wie ihr wünscht. Sehr. Ich bin nicht. Ein bisschen Schiss, wenn er jetzt kommt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich brauche irgendwann ein Ding-Dong. Jemand, der vorne steht, der guckt, wann er kommt. Selber gucken, ob schon der dritte hat. Ist er nicht. Hat ziemlich viele Marines. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, ist nicht mehr da. Das war so klar. Oh, komm mal, fighten. Können wir sogar nochmal drauf gehen, richtig? Okay, jetzt Schiss. Da stehen Tanks. Naja, wir lassen es lieber. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich bin hier.
könnten wir mal hinten rumprobieren. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Upgrade durchgeführt. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Vielleicht wollte ich da gerade auch zu viel, aber... Nö. Und ich muss Gates bauen, ohne Ente. Fucking Cancer? Da ein bisschen Schiss, da meckert ein bisschen darum, dass ich halt Kolosse spiele. Warum nicht? Kann ruhig meckern. Das ist echt toll, also sehr erstaunlich, sage ich mal, dass immer wieder Terraner nur meckern können. Tja, wenn er nicht klarkommt mit dem Bild, muss er halt gegen den Bild lernen. So, wir warten auf die Upgrades wieder und dann machen wir einen kompletten Go. Ich bin hier in den Schatten. Ich durchstreife die Galaxis. Storm noch mit. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist mit seiner Army. Nicht mehr zu Hause. Ah, schön. Sehr schön. Na, schade, haben wir nicht geschafft. Nur 4000er. Das ist immer schön aus, von dir ein Spieler auch noch. Naja, können wir sein Profil nochmal angucken. Naja, gut, okay. Aber war mal Tier 1 Spieler. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich gucke mir mal hier an, was er noch so schönes schreit. Und dann werden wir sehen, wie es dann morgen läuft. Ob wir dann morgen über die 4000 kommen oder nicht. Und ja, ich sage euch bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Muttibär. Adios. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.